Klaus Brisch. Ich bin Partner bei DWF und betreue und habe zu verantworten den Technologiesektor weltweit. Ich darf Sie dieses Mal begrüßen zum 5. Forum Technik und Recht im 3D-Druck. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich Qualitätssicherung und Blockchain, Synergien von Innovation in der additiven Fertigung. Meine Erwartungshaltung ist, den aktuellen Stand bezüglich 3D-Druck im Kontext juristischer Fragestellungen kennenzulernen und auch Networking, das heißt Menschen kennenzulernen aus der Branche, die sich im Bereich 3D-Druck engagieren. Und deshalb bin ich heute hier, um die neuen Erkenntnisse im beruflichen Alltag umsetzen zu können. Unsere Frage ist so ein bisschen, in welchem Rechtsraum bewegen wir uns da eigentlich, wenn wir Leute dazu ermuntern, bestimmte Ersatzteile von Firmen nachzudrucken, die es zum Beispiel immer noch gibt. Und ich denke, dass digitale Fertigung einen sehr viel höheren Anteil an Rechtsberatung und an Vertragswesen benötigen wird. Darum ist es so wichtig, dass wir hier auch Juristen dabei haben, ähnliches. Denn die Vertragsgestaltung bei solchen Sachen, ganz kompliziert. IP-Recht wird immer komplizierter, ist heute bei uns in den ganzen Fertigungsprozessen überhaupt noch nicht richtig abgebildet. Es können sehr, sehr schnell im Rahmen eines additiven Fertigungsprozesses 3, 4, 5 Beteiligte involviert sein. Und da geht es natürlich dann in der Tat darum, hier einen Abstimmungsprozess herbeizuführen und Verträge so zu entwickeln und aufzusetzen, dass sie dieser Gemengelage Rechnung tragen. Ich denke, das ist ein Zukunftsthema und es wird immer mehr Einsatzgebiete geben, in denen der 3D-Druck zum Einsatz kommt. Wie DWF diese Veranstaltung strukturiert, interaktiv und interdisziplinär gestaltet, finde ich bedarfsgerecht. Daher werde ich das weiter verfolgen. Und gerade juristische Fragestellungen sind nichts, mit dem man sich im tagtäglichen Business auseinandersetzt. Dadurch ist es für mich auf jeden Fall so, dass ich viele neue Eindrücke bekommen habe auf der Veranstaltung. Dann zu gucken, Mensch, ich muss frühzeitig rechtliche Bedingungen oder rechtliche Rahmen mit abstecken und es muss einem bewusst werden. Und das ist mir heute richtig bewusst geworden, deswegen bin ich froh, hier gewesen zu sein. Diese Fully Loaded Part Cost, die Bauteilkosten am Ende, dass das mit der additiven Fertigung günstiger wird und ich ein gleiches oder besseres Produkt damit herstellen kann. Die hohe fachliche Kompetenz ist wirklich herausragend von den Referenten hier und es zeigt, dass man immer stärker und immer tiefer in die Materie eindringt, alles rund um die additive Fertigung. Die Rechtsfragen, die sich in der additiven Fertigung zu stellen, technisch oder zu beantworten zu können, bedarf es natürlich eines technischen Know-hows, was nicht bedeutet, dass wir selber die Prozesse beherrschen können müssen und selber die Anlagen bedienen können müssen, aber wir müssen verstehen, wie die Prozesse ablaufen und dieses technische Know-how haben wir uns über viele Jahre auch entsprechend aufgebaut. DWF ist der richtige Partner, weil sie sich schon seit Jahren und sehr frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigen und wir da einen sehr wichtigen, spannenden Partner finden auf der rechtlich-technischen Seite. Ich denke, die Veranstaltung heute zeigt, dass die additive Fertigung von großer Bedeutung ist und zunehmend wachsen wird an Bedeutung in der industriellen Fertigung. Und das zeigt letztendlich auch die Parallele, als wir vor 5 Jahren angefangen haben, waren wir 40 Teilnehmer, dann sind wir über 50, über 70, über 90, jetzt heute 140 Teilnehmer gewachsen. Und das Interesse wird immer größer und wir freuen uns sehr darüber, dass wir so einen großen Zuspruch gefunden haben. Also ich habe gelernt, dass es keine Lösung für alles gibt. Dass man immer schauen muss von Fall zu Fall. Die juristischen Lösungen sind immer sehr individuell. Aber das Gute ist, dass ich jetzt auf jeden Fall weiß, wohin ich mich wenden muss.